So Leute, willkommen zurück zu One Piece, Pirate Warriors 4. Ich bin heute alleine, weil Zero muss arbeiten. Und lebenslanges Lebewohl, Nico Robin, die Frau der Finsternis. Da machen wir jetzt weiter. そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされ、チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ。俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーター7市長、アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。 アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受け、一方フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。 次こそ消してやるさ。あ、さすがは1億の首、なかなか骨がある。様々な思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてロビンを捕まえるんだ。 Ja, und hier setzen wir jetzt an. Ich würde sagen, wir nehmen Zoro. Ich finde es immer noch unfair, dass man das nicht im Remote Play Together machen kann. Das finde ich super unfair. Weil ich würde das gerne als Together spielen. Ich meine, wenn es schon diese Funktion hat. Und warum lädt das jetzt so lange? Ausnahmsweise mache ich mal nichts im Hintergrund, also... Ja, abgesehen davon, Pandaman nicht zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo der rumsteht. Falls ihn einer von euch gesehen hat, darf er gerne kommentieren. Aber ich sehe ihn nicht. Und ich weiß auch nicht, warum das so lange lädt. So. Mal ganz im Ernst, den Angriff auf den Bürgermeister jemandem anzuhängen, war gewieft. Wir müssen Robin schnell finden. Was ist los, Chopper? Robin! Wo warst du? Wir haben dich überall gesucht. Oh, ich sehe gerade, der Ton ist aber noch nicht da, wo er normal ist. So, jetzt sollte ein bisschen besser sein. Aber auch nur ein bisschen. Was, wir haben überall... wir haben dich überall gesucht. Alle haben sich Sorgen gemacht. Ab nach Hause. Nein, ich gehe nicht mit euch zurück. Hier trennen sich unsere Wege. Was redest du, Robin? Oh, das ist wegen der Zeitung, nicht wahr? Mach dir deshalb keine Sorgen. Wir glauben nicht, was alle sagen. Falsche Anschuldigungen kommen täglich vor, wenn man Pirat ist. Es tut mir leid, dass ihr alle zu Unrecht mit diesem Geschäft in Verbindung gebracht wurdet. Aber über mich standen keine Lügen in diesem Artikel. Letzte Nacht bin ich tatsächlich in die Residenz des Bürgermeisters geschlichen und... In mir herrscht diese Dunkelheit, von der ihr und die Crew nichts wisst. Eine Dunkelheit, die euch alle eines Tages vernichten wird. Robin, wovon zum Teufel redest du da? Robin, komm mit uns nach Hause. Bitte richtet den anderen aus, was ich gesagt habe. Ich habe sie nicht verdient, aber ich danke euch für eure Güte. Macht's gut. Warte, Robin. Macht doch nicht solche Scherze. Robin!
Es wird nicht leicht werden, Ruffy und den anderen ihre Nachricht zu überbringen. Hier wird es bald von Galera-Arbeitern nur so wimmeln. Wir bleiben lieber zusammen. Ich frage mich, ob Robin uns einfach nicht mehr mochte. Chopper, denk daran. Es ist die Pflicht eines Mannes, die Lügen einer Frau zu vergeben. Ja, Sanji. So, wir sind da unten beim Schiff, glaube ich, und müssen uns jetzt hier durchprügeln. Es darf aber keiner besiegt werden. Wir müssen gewissen Mitarbeitern ein bisschen hier den Hintern versohlen. So, aber was ist das, was ich gerade gekauft habe? Erhöht Angriff gegen bewusstlose Gegner und das da erhöht die Kraft des Durchbruchsangriffs. Die Herkulesstärke. Ah. Verteidigung vielleicht ein bisschen hoch. Ich weiß ja auch nicht, ich kaufe mich hier so durch. Das hier finde ich gut, das ist nämlich wieder ein Angriff klein. Und der kostet auch noch ein Vermögen. Oh Gott, was kostet das denn alles so viel? Kopfgeldjäger, wir brauchen Geld. Ich muss erstmal wieder gucken, wie das alles hier funktioniert hat. Ich habe jetzt knapp eine Woche nicht mehr gespielt. Außerdem leckt das ein wenig. Wartet mal ganz kurz. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was ausmachen. So, egal was es war, jetzt muss es weg sein. Nee, ganz weg ist es nicht. Und ich weiß nicht warum. Ach, damit. So, hier fliegen jetzt die Fetzen. Los, Ruffy. Ja, immer schön die Berry fallen lassen. Die brauche ich. Was Anführer der Schrottplatzinseln Süden ist aufgetaucht. So, wo ist er denn? Der da ist es. Dann gehört das Gebiet uns und wir brauchen uns hier keine Sorgen mehr zu machen. Oh verdammt, ich habe ihn verfehlt. Ja, das war nix. So. Ich dachte, es war der Anführer. Uns müsste doch jetzt das Gebiet gehören, oder? Ach, das ist der Anführer. Der sieht auch noch aus wie der eine von Dressrosa. Aber immerhin steht er mit den Galera-Handwerkern zusammen, die wir sowieso besiegen müssen. Von daher passt mir das eigentlich ganz gut. Habe ich ihn? Nee. Das ist auch eine interessante Kombo. Ich muss mal mehr Kombos machen, mehr verschiedene Kombos.
So, das Gebiet gehört uns. Begib dich zum Schiffsdock, um Informationen zu sammeln. Alles klar, ich kann mich nicht erinnern, dass Frankie hier alles in Schutt und Asche gelegt hat, aber ist in Ordnung. Die Gruppe Familie Frankie ist aufgetaucht. Da kommen sie. Oh Gott, ich brauch Leben. Hier drüben ist mir eine Kiste angezeigt. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wo die Kiste ist. Weil die wird... Ach da. Okay, das war eine Heilung. Frankie? Nebenmission, verpasse Frankie eine Abreibung. Habe ich vor. Aber er ist stark. Störe den Kran vor dem Hauptquartier. Okay. Warum hat Frankie eigentlich so eine riesige Abwehr? So, Frankie Lion. Zwei habe ich besiegt. Ich habe nicht mehr viel Leben. Was? Der Kampf ist verloren? Nein. Spiel vorbei. Verdammt, ich muss Zorro mehr pushen. Wiederholen. Gerade mal einen Schluck trinken. Kopfgeldjäger bleibt eigentlich. Jetzt nicht so viel Geld. Ich habe das Gefühl, Leben war ein ganz großes Problem. Wir können uns Leben aber nicht leisten. So, der Anfang hier ist ja relativ einfach. Das Problem ist, wenn Frankie dazukommt. So. Aber solange Frankie nicht hier ist, ist alles gut. Bisschen Kleingeld. Ich muss halt unsere Spezialangriffe dringend stärker kriegen. Aber dafür brauchen wir halt deutlich mehr Berry. Und ich weiß, ich könnte Kämpfe nochmal machen und abfarmen. Aber ich bin jetzt nicht so der Farmer.
Ach, da ist sogar unser Anführer. So, das Gebiet gehört uns. Und die Galera-Handwerker machen wir gerade fertig. Drüben ist noch einer. So, die Schrottplatzinseln gehören uns. Dann gehen wir jetzt mal hier hin und ich benutze mal unseren Power Boost. Ja, Familie Frankie ist aufgetaucht. Da sind auch Kommandanten der Familie Frankie, aber Frankie selber sehe ich gerade gar nicht. Aber ich denke mal, ach, da ist er ja. Machen wir den Anführer hier mal fertig, würde ich sagen. Ich habe gerade mal wieder keinen Plan, wo Frankie steht. Aber da die Schläge von links kommen, würde ich mal sagen, da ist Frankie. Ja, ja, ich weiß, dass da die Dinger sind. Locke die Galera-Handwerker weg. Jetzt muss ich aber kurz mal an die Kiste. So, den haben wir. Nix super. Diesmal nicht mit mir, Frankie. Nebenmission Frankie besiegt. Frankie hat sich zurückgezogen. Ja, hier Schiffsbauinseln Süden. Die könnten wir auch erobern. Ich meine, theoretisch können wir hier alles erobern. Seien wir mal ehrlich. Wenn wir es wollen, können wir es. Okay, den Kran zu zerlegen war leichter als gedacht. Die Gruppe Galera... Leute, wurde zum Vormarsch verleitet. Tja, lass mich erstmal das Gebiet hier einnehmen. Chopper und ich wollen das Gebiet hier haben. Also habe ich jetzt 2000 Leute umgebracht. Und hier kommen so schön viele raus. Aber jetzt dürften die mir ruhig mal einen Kommandanten langsam entgegenwerfen. So, wo steht der Anführer? Da ist auf jeden Fall ein Galera-Handwerker. Galera-Handwerker müssen mit den Anführern umgenietet werden, sonst kriege ich das Gebiet nicht.
Hab ich ihn? Nee, lebt noch. So, das Gebiet gehört uns. Ach ja, hier ist ja noch so ein Bindegebiet. Ah, hier sind die ganzen Leute. Ja, so geht das doch schöner. Geht mir einfach mal alle bitte aus dem Weg. Ich muss zum nächsten Kran. Hier ist wieder der Schiffsbaudock. Irgendwie würde ich schon gerne das Gebiet einnehmen. Ich weiß, es zieht die Parts in die Länge, wenn ich das mache. Habe ich gerade einen Kran gemacht? Ich glaube ja. Ja. So, da haben wir den Anführer auch schon. Wie, der lebt noch. So, das ganze Gebiet hier gehört jetzt auch uns. So, wo ist der nächste Kran? Ich weiß, von der Zeit her liege ich, glaube ich, gerade eine super schlechte Zeit, ey. Aber ist mir egal. Aber Zorro muss sich mal langsam heilen. Sollte nicht zu viel Zeit verschwenden. Inspektionsgebiet. Hier drüben ist der Kran. Ich sehe ihn schon. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich hier runter. Oder auch nicht. Ich bin wirklich ein 1A Zorro, weil ich habe auch keine Ahnung, wo es lang geht. Hallo? Na geh doch. Der Kran hat sich etwas verteidigt. Hat sich gewehrt. Auch wenn der Anführer schon da ist. Dann beenden wir es mit dem auch ganz schnell. Dann gehört uns nämlich die Zentralstadt, beziehungsweise der Westen der Zentralstadt. Hier ist wieder einer von den Handwerkern. Warum kommt ihr immer, wenn ich euch rufe, nicht zur vereinbarten Uhrzeit, sondern sonst wann? Oder zumindest am Ende der vereinbarten Uhrzeit. Ha, Leben gekriegt. Moment, hier. Ach so, ich stehe direkt vor dem Kran. Ah, ich hätte gedacht, der reicht, um einen Kran zu zerstören. So, na endlich. Ja, ich kann ihn hier gar nicht ins Wasser werfen. Na gut, wäre auch ein bisschen unfair. Hier bringt die Galera Company jetzt alle mit, die sie haben. Ach, Nami, auch hier. Inzwischen ist ja auch eine neue One Piece Folge raus. Das heißt, ich kann jetzt mehr zu der Story, die wir am Anfang gesehen haben, sagen. Weil Big Mom hatte ihr Gedächtnis verloren und hat das jetzt aber irgendwie wohl wiederbekommen. Das heißt, das Spiel hat mich jetzt schon gespoilert, obwohl wir eigentlich noch im
im Dings-Arc sind. So. Wieder ein Handwerker weniger. Das hier ist ja sowieso unser Gebiet, der die Zentralstadt Westen. Okay, Galera Hauptgebiet. Oder Hauptquartier. Da kann ich leider so nicht rein. Verpasse Handwerker vor Hauptquartier eine Abreibung. Was sind das für rote Punkte, die hier angezeigt werden? Ach, der... Ah, jetzt sind sie da. Die waren noch nicht gespawnt. Muss man auch dazu sagen. Jetzt holen wir es uns. Du bist erledigt, Handwerker. Ich zieh den Bart so sehr. Hat er gerade Lysops Stimme gehabt? Das ist jetzt der letzte. Warum spawnen von denen so viele nach? Wie viele von diesen Galera-Handwerkern haben die denn? Ich meine, von den normalen Leuten haben wir schon 4000 umgebracht. Also wahrscheinlich eine Menge, aber irgendwann ist auch mal gut. Was? Ich habe 2 umgebracht. 4 sind erschienen. Was ist denn der Dreck? Kämpfe ich hier gegen den Wiederbelebungsschleim oder was? Bin ich Slifer der Himmelsdrache? Ich weiß es nicht. Ich komme mir gerade so vor. Ah, jetzt können wir das Gebiet hier erobern. Und die Tür geht auf. Betritt die Galera Company. Ja, ganz ehrlich, das mache ich jetzt auch. Ich meine, ich könnte das Ding hier einfach erobern. Aber jetzt ist vorbei. Nico Robin. Nico Robin, ich wollte dich nochmal sehen, bevor du die Welt zerstörst. Du bist die letzte lebende Person auf der Welt, die Porneglyphen entschlüsseln kann. Das heißt, du bist die Einzige, die antike Waffen wieder aufleben lassen kann. Woher weißt du von den Porneglyphen? Du weißt sogar von der Waffe. Ich habe die Baupläne für die antike Waffe Pluton. Du hilfst ihnen, obwohl du das nicht weißt, wie dumm. Was weißt du über mich? Weißt du, wie sehr die Weltregierung mein Leben ruiniert hat? Wenn du die Regierung so sehr hasst, warum hilfst du ihnen dann? Weil ich einen Wunsch habe, den ich verwirklichen möchte. Selbst wenn ich alles dafür aufgeben muss. Einen Wunsch? Und der wäre? Dass von mir abgesehen alle 6 Mitglieder der Strohhut-Piraten sicher von dieser Insel ablegen können. Du meinst also, es ist dir egal, was mit der Welt geschieht, wenn du die Waffe gebaut hast? Nein, das tue ich nicht. Iceberg. Oh, jetzt habe ich meinen Controller disconnected.
Sag mir, wo die Baupläne für die antike Waffe Pluton sind, bevor noch mehr Menschen leiden müssen. Du arbeitest also doch für die Regierung. Das stimmt. Wir haben gehört zu CP9. Wir gehören zu CP9. Es ist leicht, im Verborgenen zu agieren. Das Zeitlimit, das für diesen Fall vorgesehen war, ist jedoch erreicht. Wenn ich fortfahren dürfte, weißt du, wir haben eine Theorie über den Verbleib der Baupläne. Du wusstest, dass die Chance bestand, dass du stirbst. Daher ist es gut möglich, dass du die Baupläne jemand anderem anvertraut hast, damit sie nicht verloren gehen. Und jetzt wird's interessant. Vor einer Weile lebte auf dieser Insel ein legendärer Schiffsbauer namens Tom, der zwei Lehrlinge hatte. Du warst der ältere Lehrling und der jüngere war ein Mann namens Kati Fram. Dieser Mann sollte allerdings bei einem Unfall ums Leben gekommen sein. Tatsächlich lebt er noch und hat seinen Namen in Frankie geändert. Es würde Sinn ergeben, dass du die Baupläne dem einzigen Mann gibst, der zusammen mit dir gelernt hat. Das ist natürlich nur eine Theorie, aber deine Reaktion bestätigt, dass sie stimmt. Ah, endlich habe ich dich gefunden, Robin! Ein Hindernis? Strohhut Ruffy, bist du nur hergekommen, damit du die Verantwortung übernehmen kannst? Du bist der Schiffsbauer. Mir egal, gib mir Robin zurück. Tut mir leid, wir haben es eilig. Bruno, erledige sie alle. Klar. Haben die hier gegen Bruno gekämpft? Ich weiß, später auf dem Dach hat Ruffy mit Gear 2 Bruno den Hintern versohlt. Ja, Ruffy, zusammen hat er keine Chance gegen uns. So, erhöhen wir mal unsere Kraft. Ich verliere ihn aus den Augen. Erledigen wir ihn. Die Formel 6 kannst du ja sonst wohin stecken. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen Leben gönnen. Wo steht er denn rum? Da. So. Feierabend! So. Bist du fertig? Wir von CP9 trainieren schon so lange wir denken können. Wir haben unsere Fähigkeiten perfektioniert, um der Regierung zu dienen. Wir von der Weltregierung ernannten Elitekämpfer sind einfach zu stark für eine einfache Piratenbande wie euch. Wir müssen eine wichtige Person finden. Aber wie wäre es, wenn wir euch ein schönes Abschiedsgeschenk dalassen? Die Katzenfrucht, Modell Leopard. Damit kommst du von der Insel runter. Gehen wir. Wir müssen die Baupläne von Icebergs Schüler besorgen. Nein. Frankie, nein. Kati Fram. Also jetzt mischt der auch noch die Sachen durcheinander. Erst hat Sanji es von Frankies Bruder. Jetzt ist es ist nicht Icebergs Schüler, es ist Icebergs Lehrkollege gewesen. Also, irgendwie haben sie es in der Übersetzung echt nicht gut gehabt.
So, ich habe jetzt natürlich massiv überzogen. Bonusfähigkeit, Sackebecher des Bruders. So, die kommen alle hoch. Und wir haben ein bisschen was gekriegt. Vor allen Dingen haben wir aber ein bisschen Berry gekriegt. Das ist ganz wichtig. Damit wir Zorro ein bisschen hochtrainieren können. Die Angriffskraft von Zorro lässt nämlich extrem zu wünschen übrig. So, dann haben wir jetzt das nächste Kapitel, CP9 im Angriff, Lysops Ringen. Nachdem sie Ruffy zurückgelassen haben, können sich Lysop und Frankie einigen. Doch die dunkle Hand der CP9 kommt immer näher. Ja, jetzt muss ich aber den Part mal beenden. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit One Piece World Seeker, Pirate Warriors 4. Bis dann, euer Wolf.